Servus Leute, mein Name ist Benjamin, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus einigen Videos, die momentan auf alle Social Media rumlaufen. Ich möchte euch in diesem Video kurz ein paar Fragen beantworten, die ich ständig gefragt bekomme. Frage Nummer 1, mit welcher Kamera arbeite ich, mit welchem Objektiv arbeite ich? Ich fotografiere immer mit Canon R6 und immer mit 135 mm Objektiv. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinen Videos anderes Objektiv benutzt. Ich habe zwar mehrere Objektive, die nutze ich für Shootings, aber für Streetfotos immer 135 mm. Nächste Frage, wie filme ich meine Videos, mit welcher Kamera filme ich meine Videos? Meine Videos filme ich mit meinem iPhone, iPhone 13, den positioniere ich auf Brustgurt und wird immer von hier aufgenommen. Das nächste Frage, ob meine Bilder bearbeitet werden. Ja, es gibt noch kein einziges Bild, das ich unbearbeitet veröffentlicht habe. Ich bearbeite alle Bilder, bei manchen retuschiere ich mehr, bei manchen weniger, es wird aber immer bearbeitet. Mit welchen Programmen arbeite ich? Ich bearbeite mit Photoshop und Capture One. Ich arbeite am Laptop oder iMac. Kommt drauf an, wo ich unterwegs bin. Die zwei PC, da wird alles gezaubert. Und das ist mein Arbeitsplatz. Hier werden alle Bilder gemacht, alle Videos geschnitten. Das ist mein heiliger Platz. Was ich euch noch zeigen kann, ich arbeite mit Grafiktablett. Also alle ganze Retusche, was ich mache, wird immer mit Hilfe vom Grafiktablett gemacht. Mit Stift finde ich viel einfacher. Das empfehle ich auch euch. Die nächste Frage, ob ich Absagen auf der Straße bekomme. Ja, das passiert. Mittlerweile nicht mehr so oft wie früher, aber passiert immer noch. Wie lange ich fotografiere? Ich fotografiere seit 2019. Februar, glaube ich, 25. Februar 2019. Ich habe Fotografie nicht studiert, nicht gelernt, was mich auch manche fragen. Das habe ich mir selbst beigebracht von YouTube oder ich habe auch bei mehreren Fotografen Workshops gemacht. Deswegen Hälfte selber gelernt, Hälfte von anderen abgeschaut. Ich bin nicht Erfinder oder Erfinder von Streetfotografie. Viele schreiben, dass ich der Erste bin. Nein, ich bin nicht der Erste und nicht der Letzte. Es gibt mehrere Fotografen, die das jetzt auch machen. Manche von euch schreiben bei denen in den Kommentaren, dass die nicht so gut sind wie ich oder sonst noch was. Oder haten die sogar, dass die mich nachmachen. Ich finde, das müsst ihr nicht machen. Es ist doch schön, wenn es viele Leute gibt, die das Gleiche machen. Dann hat jede Möglichkeit, ein Bild auf der Straße zu bekommen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch, dass ihr das Video zu Ende angeschaut habt. Frohe Weihnachten und gute Rutsche ins neue Jahr wünsche ich euch, Leute. Wir sehen uns öfter nächstes Jahr. Falls ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Ich werde die durchlesen und später im nächsten Video noch einmal beantworten. Ciao, ciao. Dankeschön.